Hey YouTube, was geht? Ich bin John und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LSPDFR auf meinem Kanal. Wir spielen heute mal wieder als FBI-Agent, beziehungsweise, was heißt denn mal wieder heute, das erste Mal. Und ja, wir befinden uns gerade im FIB-Gebäude. Und ja, FIB und FBI, ihr wisst ja, ist ja irgendwie alles das Gleiche. Und ja, da vorne steht schon unser schönes neues Fahrzeug. Und zwar haben wir doch einen schönen... Okay, da respawnen wir mal direkt mal hin. Und zwar haben wir einen Undercover Dodge Charger aus dem Jahre 2019, müsste es sein, oder 2018, ich weiß es nicht. Kann auch ruhig 2017 sein, ich habe keine Ahnung. Normalerweise habe ich immer so Ahnung von Autos und so, aber von dem habe ich gerade gar keine Ahnung. Weil ich habe mir irgendwie diese Mod, diese Mod Description habe ich mir da irgendwie nicht durchgelesen und ja, deswegen habe ich auch gerade keine Ahnung davon. Ja. So, ich würde einfach mal sagen, wir fahren dann hier mal los. Und respawnen mal zu dem Einsatz da vorne. In Code 2. Also only lights. Keine Sirene. Außer natürlich ein bisschen Tempo und das Airhorn. Ist ja immer noch so erlaubt halt. Ja, da hören wir auch schon unsere Kollegen hier im Hintergrund. Naja. Also, das wird mal eine etwas entspanntere Folge, würde ich einfach mal sagen. Und ja, ich sehe schon, wie ich direkt rumschreien werde. Da vorne, oh, im Gangbeat. Ich sehe schon kommen. Eine Schießerei. Ich rüste mal direkt. Ah, okay. Mein Sturmgewehr habe ich also schon ausgerüstet. So. Heute habe ich irgendwie schon so 3 Videos schon vorproduziert. Das hier ist gerade irgendwie so das 4. Ich habe so richtig viel Bock, irgendwie gerade aufzunehmen. Damit mein YouTube-Channel auch irgendwie so schön voll wird, damit ihr guten Content habt. Damit es halt einfach nur auch gut wird. Warte, war das da vorne? Nee, oh, ich dachte, das da vorne wäre eine Person. Oh, jetzt bloß keinen Scheiß machen hier in diesem Gang-Member-Gebiet. Sollen hier die Person sein? Wahrscheinlich hier rechts, oder? Ja, das ist sie schon. So, schönen guten Tag, der Herr. Schönen guten Tag. So, was haben wir denn hier Schönes? Haben Sie 9-11 angerufen? Ja, da hat... Okay, da war wohl eine Person vor seiner Tür mit einer Machete. Okay, hat er sie irgendwie verletzt oder so? Nein, okay, ja, er hatte wohl eine PTSD. Er ist wohl sehr, erschrocken darüber. Na komm, komm down. So, wir machen das. Jo. Also, wo ist denn die letzte Person von der Person? Wo ist denn die letzte Position von der Person? So meinte ich das. Da vorne, okay. Wir fahren einfach komplett undercover mal dorthin. Kann ich den Frontbumper irgendwie da abmachen? Das ist gerade nicht so stau, wenn wir dann dort mit dem Frontbumper einfach hinfahren. Warte mal. Nein, können wir nicht abmachen. Schade. I'm okay, Dispatch. Go ahead. Okay, das war gar nicht so schlau. Da vorne ist die Person. Die hat wohl eine Machete in der Hand. Ja. Check up. I need assistant. I need assistance heißt das oder nicht? Warum sage ich immer bei Videos so die... Roger that. Transport required. Kein Transport, nein. Dispatch, I need code 3 assistance. Assistance needed. And Davis. Da kommt schon mal eine Verstärkung. Da kommt schon mal eine Verstärkung. Junge, warum kann ich gerade kein Englisch? Oder kann Deutsch auch? Zu viel aufgenommen. So, Kollegen, seid ihr bereit? Let's go. Ey! Hier bleibt. Und der Retter. Ey, stehen geblieben. Kollege, soll ich ihn tackeln? Komm, ich tackle ihn mal. Er hat aber eine Machete, also Abstand halten.
Dispatch, suspect located, moving to engage. Mach ihn fallen lassen, sofort. Ich sammle die auf, ich sammle die auf, ich sammle die auf. Hab sie. Auf dem Boden da bleiben oder sie werden erschossen. Okay, ich glaube, das als Polizist zu den Schwarzen zu sagen ist nicht so gut. Okay, da haben wir ihn. So. What are you doing? Achso. Warte auf die Mitfahrgelegenheit? Ist eine U-Bahn eine Mitfahrgelegenheit? Okay. Ich suche sie erst einmal. So, Marihuana hat er mit dabei. Und ein bisschen Powder. Okay, was ist das denn für ein Powder, was sie dort haben? Okay, ist wohl für eine Party? Wenn ich das jetzt mal direkt so von Deutsch mal so übersetze. Ich weiß gerade nicht. Muss ich irgendwas getrunken? Okay, er will mein Vorgesetzten besprechen. Okay, wir machen erstmal einen Drogen-Swap-Test. Wenn wir bitte hier reinpusten, glaube ich zumindest. Oder? Ja. Ich weiß nicht, negativ. Okay, alles ist wohl negativ da. Würde ich mal heraussagen, dass er wohl Drogen verkauft, wenn er keine konsumiert. Okay, jo. Die Person führen wir dann auf jeden Fall hier schon mal ab. Dann haben wir einen Verdächtigen dann schon mal fertig. Oder den Callout haben wir dann hier schon mal abgeschlossen. Guckt euch dieses schöne Fahrzeug hier mal an. Richtig geil. Ich liebe diesen Dodge Charger. Ich packe natürlich wie immer alle Fahrzeuge in die Beschreibung rein. Und ja. So, dann sind wir damit auch schon fertig. So, Kollegen, kommt abhauen, ihr habt Feierabend. Hat hier mehr Fahrzeuge da hinten, stimmt. Da vorne wird der Kollege gerade abgeführt. Ja, der Verdächtige. Und ja, wir sind Code 4. Attention all units. Code 4. No further units required. So, wir sind available for calls. Roger that. 10, 8. Okay. Ja, jetzt können wir mal wieder hier warten. Ich werde mich dann einfach mal hier oben mal hinstellen. Ich glaube, das ist hier eine gute Position. Okay, und mein Vater ist schon wieder kaputt. Fahrschule. So. Und jetzt fahren wir mal wieder hier mal auf ein paar Callouts. Ach. Okay. Da haben wir wohl eine Person, die sich wohl verbarrikadiert hat, so. Einbarrikiert. Junge, was rede ich gerade? Verbarrikadiert hat, so. Da müssen wir ganz schön mal hinresponden und tut mir wirklich leid wegen der Straßentextur hier. Das ist wegen NVI. Die haben da irgendwie eine neue Straßentextur reingepackt. Und ich habe bei LA Roads, dass meine Straßen ja so aussehen wie von LA. Und das verträgt sich irgendwie nicht. Ja. So, da vorne im Wohngebiet also. Okay, das kann interessant werden. Direkt eine Schießerei gleich im Wohngebiet. Ich sehe schon kommen. FBI, Polizei, Krankenwagen und Feuerwehr sind anscheinend schon am Ziel schon angekommen. Ich soll wohl als Verstärkung mit dazu geholt werden. Achtung. Ja, wie man es hier schon sehen kann. So. Schönen guten Tag, die Herren. So, Supervisor, unser Vorgesetzter. Hey, Partner, doch, guten Tag. Ja, wir haben hier ein paar... Ja, hier ist wohl so ein Typ, der hat sich wohl selber eingesperrt hier in dem Haus. Und die warten wohl auf meinen Command. Jo. Was für Options haben wir? Okay, wir könnten das jetzt stürmen. Ja. Let's breach. Okay, das SWAT-Team geht jetzt hier mal mit rein. Was mit dem Kollegen? Der hat einfach gar keinen Bock. Ich gehe hier unten mal in Deckung. Hinter dem schönen 2020er... We found and arrested the suspect. We are coming out. Okay, das ging ganz schön schnell, dass sie das komplette Haus gerade hier durchsucht haben. So. Jo, die Person ist auf jeden Fall hier. Jo, da können wir den Einsatz hier dann schon mal abbrechen. Also was heißt abbrechen, aber hier für fertig erklärt. Wir sind dann komplett fertig. Der Notarzt kann abrücken, die Feuerwehr kann abrücken.
der Transporter, das gesamte SWAT-Team hier kann abrücken. So, wir sind fertig dann hier. We have an 11351 in Palato Bay. Okay. Das war irgendwie eine Person, gerade die wohl von einem. Okay, da wurde gerade irgendwie eine Person gerade angehalten von einem Typen, der gar kein Polizist ist. Wir sollen da mal ganz schnell mal hinfahren, weil der stimmt auch überhaupt nicht mit überein mit der Beschreibung von unserem Undercover-Polizisten. Ja, wo ist der Typ denn überhaupt? Ach, da ganz oben, ich fahre auch die komplette Strecke dahin. Ja, dann bis gleich, ey. Oh Gott. So, da sind wir auch mal wieder. Ja, super, hier ist die Person. Ja, okay, die hat mich schon gesehen. Ey, einmal bitte hier. Okay, sogar noch Sachschaden. 1050 haben wir hier. Einmal bitte hier mal anhalten. Oh, das ging gerade super. Hier geblieben, Kollege. Oh, das ging gerade, da habe ich wohl gerade zu gut gerade geschossen. Ups, wir brauchen hier ganz schön mal einen Krankenwagen. Das ging in den Kopf. Das wollte ich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht machen. Ja, das alte Fahrzeug von uns wurde hundertprozentig gestohlen. Wir holen irgendwann Tow Truck. So, Krankenwagen. Was kannst du denn hier von uns tun? Bitte hol diesen Typen wieder, ey. Oh Gott. Oh, zurücklehnen, ey. Und die Show hier genießen. Ja, das DPR wird hier immer ausgeführt. Okay, da ist das Fahrzeug. Und der Typ hat nicht überlebt. Schade, ey. Okay. Super. Ich habe gerade eine Person gerade getötet. Das wollte ich gerade nicht machen. Dann kann ich wieder zurück zum FBI Tower fahren und das beim Supervisor hier sagen. Aber ich habe die Corona-Unit gerade hier vergessen. Nein, bitte nicht. Ah ja, komm, wir versuchen es auch nochmal. Vielleicht klappt es ja jetzt bei uns. Vielleicht funktioniert das ja, wenigstens. So, Achtung, 1 und 2 und 3 und... Ja, gefällt. Schade, wer hätte das denn nur gedacht? So, okay. Jetzt aber Corona Unit. Da haben wir. Assistance required in Palato Bay. Seit wann hängt denn hier so ein Ding da dran? So, Leute. Ich würde dann auch mal sagen, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von SBDFR. Bitte vergesst nicht, mir ein Like da zu lassen auf diesem Video, ein Abo auf dem Kanal da zu lassen und die Glocke zu aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen, die da neu hinzugefügt werden. Es wird jeden Mittwoch und Samstag eine Folge kommen von SBDFR oder irgendein anderes Game, das ich in den Handen gezockt habe in der Zeit, wie zum Beispiel irgendwie Among Us oder Star Wars Squadrons. Da wird es auch noch viel mehr kommen. So, also es werden noch viel mehr Folgen von Star Wars Squadrons kommen. So. Und ja, aber samstags wird es halt immer eine Folge von SBFR geben. Das habe ich euch auch versprochen, werde ich auch so durchführen. Und ja, ich würde dann einfach mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Tschüss.